Ja, wenn man das Spiel an sich sieht, war natürlich mehr drin. Wenn man sieht, mit was für einer Zielsetzung wir reingegangen sind, Ziel war schon hier ein Kampf auf Augenhöhe zu bieten. Dass man hier vielleicht das schwerste Spiel schon hier zu gewinnen, das wusste man vorher. Ich denke, dass mit dem Kampf auf Augenhöhe ist uns absolut gelungen. Es war eine Phase in der Mitte von der zweiten Halbzeit, wo es glaube 17-16 steht für uns. Wir haben glaube da schon drei Zeitstrafen richtig gut überstanden. Wenn wir da glaube mal dann noch zwei, drei Tore wegziehen, dann wird es glaube richtig interessant. Haben wir dann leider nicht geschafft. Wir haben dann gleich hinten wieder die Zeitstrafe bekommen. Muslach hat dann die Überzahl gut genutzt und ist dann gleich selber wieder in Führung gegangen. Hat es dann geschafft, bis zum Schluss auch noch sauber nach Hause zu bringen. Wir waren mit der offenen Deckung immer wieder ran. Es hätte auch nochmal richtig eng werden können. Am Ende dann ein kleiner Tick gefehlt. Hier wirklich auf Augenhöhe einen Kampf geliefert haben über 60 Minuten. Nächste Woche werden wir das auch 60 Minuten Gas geben. Einfach mit einer bisschen geringeren Fehlerquote, noch besserer Wurfausbeute. Und dann denke ich, stehen die Chancen relativ gut auf der ersten Heimsieg. Wie du schon gesagt hast, ist Hochdorf eine absolute Spitzenmannschaft. Letztes Jahr, glaube ich, am Ende von der Saison Dritter. Die haben gestern gegen Fürstenfeldbruck relativ deutlich daheim verloren. Das macht natürlich unser Spiel nächste Woche nicht leichter. Die wäre auch der Bock umstoßen wollen auf jeden Fall. Aber wir werden dann natürlich versuchen, die ersten Punkte in Pforzheim zu behalten. Ja, mehr war schon drin, aber wir haben in der Vorbereitung mit relativ wenigen Leuten trainiert. Haben jetzt erst letzte Woche erst wieder 6 gegen 6 Handball gespielt. Und wenn wir so weiter trainieren, dann sehe ich eine gute Zukunft für unsere Mannschaft.